Herr Bolte, schön Sie zu sehen. Kommen Sie doch rein. Wie geht es Ihnen denn sonst so? Was macht Ihr Job? Welcher Job? Die haben mich so voriges Jahr schon entlassen. Mein Beruf war LKW-Fahrer. Hab seit knapp 3 Jahren keine Arbeit mehr. 50 ist doch nun wirklich kein Alter. Ich bin zu alt und zu teuer. Für mich hat eine Jüngere den Job gekriegt. Das kann man sich nicht vorstellen. Was ist das, wenn man fast 20 Stunden jeden Tag nur nichts macht? Verdammt, wir haben sowieso keine Chance, was zum Ändern. Das kann man doch nicht so hinnehmen. Da muss man etwas unternehmen. Wir haben doch jetzt Wahlen. Da ist die Maßnahme für Leute 50 plus. Bewerbungstraining, Computer kann man üben, Englisch konnte man lernen. Und war immer der Meinung, dass sie noch einmal richtig Karriere machen. Ich weiß, es klingt blöd, aber was wäre, wenn wir eine Politik einschlagen würden? Wollte jetzt spitz da aber. Leute, ich meine das ernst. Stellt doch mal vor, wir können unsere eigene Politik machen. Dann wurde vorgeschlagen, einen Film zu drehen. Da habe ich auch bemerkt, das kann man auch anderes machen, was man niemals vorher nachgedacht. Und die Live-Firmen dürfen die Leute nicht mehr so ausbeuten. Ja, genau. Auf die wilden 50er! Auf die wilden 50er! Hier die SW-Wahlkampfbüro, Gertrud Schneider am Apparat, guten Tag. War natürlich furchtbar nervös. Zunächst möchte ich Sie alle ganz recht herzlich begrüßen zur ersten Pressekonferenz der PDSW. Regisseur und Beleuchtung und Kameramann. Schluss mit der Lüge! Wir wollen endlich Wahrheit! Die Partei der sozialen Weisheit. Wir hören nicht nur zu, wir verstehen sie. Unsere Mitgliederzahl, die steigt von Tag zu Tag, ja seit der Wahl... 16.819! Ohne diese Sache ist nie dazu gekommen, dass ich jetzt am Probearbeiten bin. Der PDSW mit ihrem Vorsitzenden Hans Bolte, einem ehemals arbeitslosen Maler, ist es... Fünfmal Seite 1! Ich habe gelernt, mich präsentieren, so wie ich bin. Was man vor der Kamera kann, das kann man auch im Leben anwenden. Man muss nur sagen, gut, Kamera läuft und bitte. Die Senkrechtstarter aus Hamm. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Oldschool Baby, heute gibt's Rock'n'Roll.